So, da habe ich mir schon vorbereitet. Ein Mehl, Staubzucker, die Eier, Vanillezucker und Backpulver. Mit den Kirschen bin ich fertig. Es wird nur ein kleiner Kuchen, wir sind jetzt zwei Leute. So, die Eier trenne ich einmal. Es geht ganz gut mit dem Tappergerät. Machen wir ein Glasl. Ja, ist mir leider eine Schale eingefallen, aber die haben wir jetzt schon raus. So, jetzt machen wir mit der Ei klar, den mixen wir zu einem Schaum. Ich
Und der Schaum steif ist, das sieht man, wenn man es rein umdreht und es kommt nicht auf. Ja, schau, so ist er. Jetzt mixen wir noch die Hälfte vom Staubzucker dazu. So, jetzt geben wir in eine zweite Schüssel im restlichen Zucker. Mm.